Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Ja, ich habe vor aufnehmen wollen und gibt so ein paar Probleme. Mountain Ledge. Ich wollte den Mountain Ledge gar nicht betreten. Bin immer wieder ausgelockt worden. Einfach kurz, sofort Hauptmenü. Naja, die haben halt noch Probleme. Die haben jeden neuen großen Patch haben die ein Problem. Das ist immer so. Also, ein paar Teile sind hier vom vorherigen Part. Die haben wir noch nicht untersucht. Und ein paar sind neu. Zum Beispiel die zwei Waffen und so. Ja, eine Keule muss ich eigentlich nicht untersuchen. Aber ich mache es trotzdem. Nehmen wir mal die Orbs raus, gell. So. Die kennt ihr ja hoffentlich schon ein bisschen. Ja. Orb of Change ist wieder ein Item, das ich ja eigentlich schon viel habe und langsam verwenden kann, oder? Ich weiß nur nicht, welche Item ich nehmen soll. Und der Chromatic Orb, den müssen wir unbedingt aufsparen. Die brauchen wir später extrem oft, weil alles mal anders ist dann mit 6 Sockel und so. Alles sehr selten. Ja, gut. Dann nehmen wir mal die Sachen und schauen sie mal an. Oh, Dexterity und Stärke. Ja. Ist jetzt ja wieder eine Sache. Ja, wir brauchen schon Leben, aber kein Energy Shield. Da drauf ist mehr Leben. Wir können es nicht nehmen. Mal gucken, später. So, Physical Damage, Fire Damage, nö. Lichtradius. Ich bete schon mal mit Minus. Lichtradius ist kein Problem, wenn man den Bildschirm nicht zu hell, zu dunkel hat. Ja, ist wenig. Ist gar nichts. Auch nichts. Nö. Energy Shield zweimal, nö. Schrott. Resistenzen, das ist jetzt mal etwas Nettes. Brauchen wir aber noch nicht. Ah. Unbedingt, oder? Unbedingt. Jetzt schauen wir mal, wir können es im Handelbildschirm, glaube ich, gar nicht auswählen. Wieso ist jetzt gerade... Gut, es ist jetzt gerade nach unten gelaufen. Habe ich falsch geklickt? Ja, es geht natürlich. Gut. Ja, jetzt müssen wir die Sache mal hier... Es ist nicht dieses. Ja, es ist dieses. Wo wir einfach die Item reinnehmen, die wir vielleicht nochmal gebrauchen könnten. So, Trap brauchen wir nicht. Blind brauchen wir nicht. Feuernova-Minen brauchen wir nicht. Schmeißen wir fort, sonst haben wir tausende Sachen im Inventar. Da rein. Gut. Gleich kommt das Gute. Noch kurz diese Items sortieren. Ein neues haben wir. Tom and Angel. Sorrow. Noch ein neues. Schrecklich. Ah, was macht ihr mit dem Spielentwickler? Grinding Girl. Games. Ja. Ich werde wahrscheinlich den Beet ohne Flammen machen, also ohne Brandschaden und ohne Crit. Ich habe keinen Bock, das ganze Zeit immer zu wechseln wieder und so. So, jetzt machen wir nämlich die Daily Missions. Ich kann, glaube ich, zweimal jetzt machen, weil der Armor Master auch. Oh, der gibt uns sogar das Teil noch. Ja, der
Das geht auch. Dann machen wir zuerst Armor Master, oder? Edit. Hideout. Ja, sieht gut aus. Einfach mal hinstellen. Jetzt haben wir... Oh, Don. So, jetzt. Jetzt haben wir hier für Rüstung und Body Armor mal wählen. Geht nicht. Wieso denn nicht? Hier geht's auf jeden Fall. Dann nehmen wir doch, ja, was nehmen wir? Armor, ja. Komm, Armor. Dann hier. Hier könnten wir leben. Und hier. Nix. Das ist schon alles. Mano. Lohnt sich noch nicht so. Gut, also. Wir müssen den auf Level 3 machen. Da haben wir eine Daily Mission. Der macht ein Portal auf. Da gehen wir rein, wo wir gleich noch knapp können. Ich sollte den umplatzieren. Und ja, der Kart ist nix, glaube ich. Ja, ist ja auch so eine Map, die man nicht irgendwie verlassen kann. Das ist extra so Akt 3 Map. Ganz am Anfang. So. Also. Gehen wir rein. Haben wir, ja, wir haben Zeitlimit. Also rennen wir durch. Das sind aber schwere Gegner. Oh, ich hoffe, die schaffe ich. Oh. Ja, schafft doch das nicht so. Das schaffe ich doch so nicht. Sind die erst zu spät? Ich habe die noch nie so früh gemacht. Mal ein bisschen leveln. Wenn wir es auch nicht schaffen, egal. Level sie halt ohne diese Daily Missions noch. Schon ein volles Leder. Ja, wir könnten es schaffen, wenn wir jetzt hier das klug anstellen. Ja, er bleibt. Er kommt natürlich. Ja, ja, ja. Ah, gut, dass er hier hin ist. So, oh, schnell. Raus. Raus damit. Boah, ey, Katastrophe. Wir machen einen Akt 3 Level. Ja, der hat einen Level 3 und noch ein halbes dazu bekommen. Gut. Schön. Hast du neue Sachen? Du hast zum Beispiel Decay-Toten. Townsnare with Monster Ator Attack It. Ich verwende jetzt mal den. Und Sonnenfeuer-Toten, weil dann greifen sie den Tod an, bevor sie mich angreifen. Und das ist noch sehr gut. So, dann haben wir Defensive mehr. Nein, was wollte ich jetzt nochmal? Dekoration, genau. Hier kann man Dekoration kaufen, zum Beispiel einen toten Fisch. Ja, ist jetzt noch nichts Schönes denn. Ja, genau, so ein Kannibalen Lederzeugs, ja. Weiß ja nicht genau, was das ist. Shore Rocks. Das ist alles nicht für unser Ding. Das können wir zuvor mal schauen. Decoration. Was der so hat. Noch. Bevor er Level 4 ist. Lampen. Komm, wir nehmen Lampen. Und ein Bett.
glaube, die bekommen wir auch durch Daily Missions. Ah, Edit muss ich nur machen. Also ich habe nie richtig viel ausgerüstet. Ja. So. Machen wir hier eine Lampe. Die kann man hoffentlich anzünden. Und hier. Und dich möchte ich gern umplatzieren. So. Und dich hier. Schön. So, noch drehen. Wie geht's drehen? Rotate an object rack between the two circles or press R. Ist das jetzt vorne so? Ist ein Gerät, also schön gerade. Ich möchte ich auch noch ein bisschen. Kommen wir es nicht an, das muss ich ja mal einmal drehen. So. Ja. Ist halt nicht exakt, aber. Dann. Jetzt haben wir ein schönes Bett. Doppelbett. Da will ich noch aufmachen irgendwann. Die kann man nicht anmachen. Hey. Ich will die anzünden. Komm schon. Ach, Mano. Also, dann machen wir hier. Hier. Machen wir. Decay-Toten. Und Flame-Toten ist hier. Gut. Also, dann machen wir hier weiter. So. Okay. Sollte vielleicht ein bisschen mehr Feuerball verwenden. Er hat zwar erst drei Geschosse, aber er macht viel mehr Schaden als Feuerballsturm. Wir sind ja eine Feuerball-Witch. Die Hexe des Vertrauens. So. Ja, wenn ihr für mehr Leben des Totens. Gut. Ja, ich dachte schon, dass da ein Command so ist. Seine Explosion ist spät, mal fast tödlich. Oh, das denn. Ja! Ja, er hat alles getroffen. Wegen dem. Boah, ist das aber jetzt laggy. Hä? Okay. War nur laggy wegen dem Droppen alles. Gut. So. Also, was nehmen wir mit? Vieles bis alles. Too much clutter. Ja, du, too much clutter. Ja, wir müssen sowieso kurz zurückgehen. Ah, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. 14, hä? 14 physische Damage. Life Regeneration. Resistenzen hat's keine. Ja, doch, bisschen. Lightning Resistenz. Ja.
probiere ich. Nein, probiere ich. Ja. Feuerresistenz ist schon wichtig und Cold. Aber Lightning-Resistenz wäre am wichtigsten irgendwie. Ja, weg. Sparen wir noch ein bisschen die Resistenz. Weg damit. Minion-Games nicht wichtig. Weg. 3 Life after K. Ja, sag nicht sonst. Hier, ist natürlich MF. Hier ist ja Lightning Resistenz drauf, aber ach komm, hey. Ja, hier haben wir Movement Speed, hier nicht. Ja, weg. Okay. So. Und zwar tun wir das jetzt umequippen. Ja, gut, wir haben genug Resistenz Attribute. Und der auch umändern. So. Also Flammability, ist das nicht gekauft irgendwo? Irgendwie gespawnt, weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ich glaube, das wurde irgendwo gespawnt im Hals of Sin. Ah, das war doch dieser Schrein, der Games gegeben hat, oder? Ja. Genau. Nur nicht mehr so richtig gewusst. Weil für euch ist es vielleicht ein Part, für mich ist es nebenbei noch Leveln und so. So, aber hier ist es wirklich ein bisschen laggy. Ich habe 30 FPS. Mehr habe ich gar nicht in Path of Exile, weil ich es limitiert habe. Beziehungsweise einfach beim Videoaufnehmen limitiert ist auf 30, keine Ahnung so. Trotzdem ist es. Vielleicht läuft sie einfach so ein bisschen hakelig und ich bin es nicht mehr so gewöhnt. Naja, gut. Aber es ist halt schon ein bisschen ungewohnt. Ist der Boden so ungerade? Ja, es ist der Boden. Das ist ein bisschen wackeliges Bild. Komisch. Ah, ich bin wieder am Nerven. vielleicht seht ihr es manchmal, aber wenn man zum Beispiel dann in Akt 3 sind, im Akt 3 Town, dann kommt ab und zu auch so ein bisschen ein Haken, also so ein Knicken. Also der Charakter knickt so ein bisschen ein und das Bild wackelt mit. Ist das eigentlich gewollt oder ist das. Nein, das ist nicht gewollt. Das ist irgendwie ein. Sozusagen ein. Fehler in der Matrix. Keine Ahnung. Aber vor allem. Stört es mich. Mich stört es alles. Und das ist, glaube ich, direkt dann beim Ausgang. Wo man ins erste Gebiet geht dann. Naja, aber ich will jetzt nicht allzu viel spoilern. Habe ich eigentlich ja nicht gespielt, aber mehr will ich dazu nicht sagen. Sonst spiele ich. Ja. Freut mich, dass ich ein paar helfen konnte schon. Ich werde natürlich weiterhin sehr gut erklären, was ihr alles machen sollt und so weiter. Also jetzt zum Beispiel im MF machen und auf Resistenzen bis auf Ende Akt 3 nicht so Wert legen. Und dann eigentlich schauen, dass ihr über 50 mindestens Resistenzen habt. Oder einfach gut spielen und offensiv spielen. Oh, ich will den. Gut, danke. Oh, und er ist stark. Fundschein Ex-Deutonium ist online. So, hier brauchen wir das. Und nehmen wir mal den Kleber nicht mit. Also für Anfänger würde ich empfehlen, alles mitzunehmen, weil eventuell könntet ihr die Charakterklasse wechseln, wenn ihr
denkt, ja, es ist nichts für mich oder er ist zu schwach und so weiter. Ich weiß, dass der Feuerball, die Feuerball-Witch gut für mich ist, aber schlecht für Anfänger, ja, nicht so schlecht für Anfänger, aber ihr braucht schon richtige Items und so weiter und Gems. Vielleicht als Zweitcharakter, dann als Hauptcharakter später. So, was ist wichtig? Heart of Ice ist ja das mit Cold Damage auf Spell. If you shatter an enemy, shatter ist kritisch. Dann nehme ich Heart of Thunder. If you kill a shocker, then lightning bolts will strike enemies around you for a short duration. Es ist beides nicht gut für mich. Arctic Armor könnte ich dann verwenden. Könnte ich jetzt schon verwenden. Bis ich Hast nehme. Weil dann habe ich 100% Mana Reserve. Das geht nicht. Natürlich bekomme ich gleich mal den falschen. Heart of Ice. Yeah. Ach. Brauche ich Dexterity. Arctic Armor. Gut. Ja, jetzt habe ich wirklich wenig FPS. Aber wieso habe ich wenig FPS? Dieses Gehörle gesehen. Frechheit. Habe ich jetzt nicht das ausgelöst? Ich nehme mal den hier. Und sonst hat es nichts mit MF. Ja. Ich wollte ja schauen noch. Sind wirklich nur die zwei Haare, als der Rot ist nicht da und das glaube ich eher für Nahkampf oder nur für physischen Nahkampf, glaube ich, den Feuerschaden. Irgend so etwas. Also nichts für mich. Schade, kein Haarholz für mich. Den wollte ich doch. Ich wollte doch das ausrüsten. Gut. Jetzt machen wir einen Change drauf. Christ, Tech Speed. Ja, natürlich nehmen wir den. So. Haben wir wieder weniger Attribute, aber ja. Können wir nichts machen. Also mache ich jetzt kurz einen Schnitt. Und schau, was das jetzt genau ist, wieso das leckt hier mit Fraps. Und dann komme ich. Ja. Geht der Part noch kurz weiter. Bis denn, tschüss. So, Dele, jetzt läuft es auch wieder flüssiger. Wow. Toll, danke schön. Puff-of-X sein. Gut, habe ich schon das falsche Spiel. Voll lauter Lecks dort auch. Naja, dort sind es ja selber Lecks. Gut. Das Spiel ist, denke ich mal, nicht allzu viel an Windows 10 optimiert. Deshalb habe ich auf Windows 7 ja, Kompatibilitätsmodus genau gestellt. Und jetzt läuft es besser. Vielleicht Fraps auch noch umstellen. Nein, das bringt nichts. Oder? Ach man, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich möchte hier noch ein paar Bosse besiegen. Den hier und der beim Lager weiter oben. Die geben nie Gutes. Wir haben jetzt recht gut MF schon. Also IER. Und also Rat hier erhöht ist. Und wir ja, können jetzt erhöhtes Farming betreiben. Werde ich dann off-topic, aber meistens mache natürlich.
aber manchmal auch Gebiete wieder betreten, die wir noch nicht gut abgeschlossen haben oder sonst irgendwas. So, leveln tun wir auch, gut, aber es warten wir noch kurz. So. Taktik wieder ändern. Oh Gott. Schieben. Das ist ein Mini-Schieber. Mini-Knockback. Ist süß, oder? Das erinnert mich so an diese Zigarren da. Wenn man dann so wegspickt. Einfach die Glut. So. Und dann voll mit Ragdoll-Effekten ja, so richtig eins reinhauen. Ja, Zigarren. Ich als Kind habe immer gefragt, ja, müssen die so dicke Zigarren rauchen? Geht's noch? Das ist ja in der Schweiz auch ein bisschen noch bekannter sozusagen. So richtig anzugeben mit Rauchen. Jetzt haben wir den nicht den Raucher. Hier, der Baba besiegt. Ah, Geist, Geist! Sehr schön. Aber ja, ein Bogen. Pff. So, wir haben ja Elemental Overload. Ich denke, ich warte noch mit den zwei. Ich weiß es nicht. Ah. Sind schon wichtig. Aber hey, Castbit ist wichtiger. Ich will ein bisschen schneller. Schneller will ich sein. Oh, ein Lagerfeuer. Wie gut. So. Dann mache ich gleich in Part 2 noch, also im nächsten Part für euch. Ja, zwei hintereinander, weil es auch viel Spaß macht. Und, jo. Ich sage euch nochmal Dankeschön für die treuen Aufrufe, vor allem. Es ist wirklich schön, dass ich sehe, ein Projekt kommt besonders gut an. Ich bin ja nicht so der berühmte Let's Player schon und ja. Es freut mich einfach, dass es so langsam bergauf geht mit mir. Und ich noch viel Platz habe, mich zu verbessern, ja klar. Ich bin momentan am Englisch lernen, vielleicht hilft es ja bei vielen Games und so. Eventuell werde ich mal livestreamen auf Englisch oder so. Mit Hilfe von Deutschen, die mir noch ein paar Sachen übersetzen oder so. Aber hauptsächlich bleibe ich ein deutscher Let's Player auf Hochdeutsch, nicht auf Schweizerdeutsch, wenn ich dann bei ihm bin oder so. Das will zum Beispiel Sinus manchmal machen. Oder wollte jetzt nicht mehr. Naja. Ich kann auch mal ein Part machen auf Schweizerdeutsch, aber wieso? Gut. Also, ich bin dann Baslerdeutsch, das ist viel schöner als Bernerdeutsch. Viel schöner. Nein, nein. Ja, okay. Je nachdem. Also, gut. Das war's. Es ist 16:30 Uhr. Und ich mach gleich einen Part. Tschüss.